Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Bitte beachtet meine ruhige Sprechweise. Wir haben es schon etwas später in der Nacht und ich bin nicht gewillt, hier jetzt einmal durch das ganze Haus zu schreien, nur weil ich hier irgendwas sehe, Rage oder sonstiges. Heute mal mit Mac in der Grundschule, eine Map, die ich noch nie gespielt habe als Survivor tatsächlich. Hi David. Taschenlampe mit dabei. Können das machen. Ein paar gute Perks, okay. Ersten Gen haben wir schon mal gefunden. Können wir den ja schon mal machen. So, bin mal gespannt, wen wir da haben. Oh. Nicht dein Ernst. Och, nee. Ich hab gedacht, das ist der David. Nein, es ist ein Michael Myers. Eine Scheiße und dann direkt in den Keller, ey. Und kommt zurück. Das ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Der campt mich jetzt ab mit Michael Myers. Nicht sein Ernst, oder? Aber so. Der kriegt nicht ab. Spritbürst. Ja, David, halt ihn auf. Halt ihn auf. So, unsere Aufgabe ist es, ein silbernes Fluchtemblem zu bekommen. Oder, hä? Wie ist denn der so schnell jetzt? Wie ist denn der jetzt so schnell hinter uns gekommen? Kennt der einen Weg, den ich nicht kenne? Komm, Alter. Och, nö. Na, warte mal. Na, vielleicht schaffe ich es noch auszuwickeln. Das wird knapp. Ich glaube, das könnte ich schaffen. Versuch da mal, die Palette da irgendwie fallen zu lassen. Um ein paar Flüchtlings-Bonus-Punkte zu bekommen. Also, warte mal jetzt. Komm ran. Zack. Ach, Spiel. Och, nee. Och, nee. Ach komm, was ist denn das? Wow. Wow. Amazing. Und er ist jetzt erst auf Stufe 2. Alter, das ist nicht in sein Ernst. Ohne Mist. Für das Emblem hat es nicht gereicht. Alter, ey. Über solche Leute könnte ich mich so grün und blau ärgern. Ey. Ich will jetzt aber wissen, wie die das noch machen. Oh, William. David. So. Zeig mal, was du drauf hast als Killer. Ja. Wenn er die Palette nicht aus dem Weg räumt, kann er das stundenlang machen. Wie geil, Alter. Wie geil. Oh. Ist der dämlich. Wenn nicht am Auto hängen bleiben. Nein, ich hab gesagt, nicht am Auto hängen bleiben. Nicht irgendwann. Oh, schade. War das dämlich, ey. Was hat er denn jetzt vor? Naja, kommt doch wieder zurück.
Na, ja, schick's hin. Oder hat er gerade den Weg zum Keller inspiziert? Er schafft ihn wirklich in den Keller, oder? Er schafft einfach jeden 24/7 in den Keller und stellt sich dann da in die Ecke. Ja, okay. Was ist seine Mission? Durchsucht er gerade Schließschränke? Ist das denn sein Ernst? Hat er gesehen? Ich hab gerade nicht hingeguckt. Zehner, dass der eh wieder da unten kämmt. Ohne Mist. Ja, komm. Mach das mal zu zweit. Hol den da mal runter. Und? Ist er in der Ecke? Ist er in der Ecke? Ist er in der Ecke? Komm, er ist in der Ecke. Er ist in der Ecke. Was? Er ist nicht in der Ecke. Alter, hat er dazugelernt? Kann er doch richtig spielen? Hat er... Wird er sich jetzt einen Namen machen? Ah, eine Karte. Okay. Ah ja. Lass mich raten, in den Keller. Kriegt er den Bill auch noch. Ja, David ist jetzt tot. Oder? Ich glaube schon. Nee, lebt noch. Okay, er lebt noch. Aber gerade so. Bill liegt oben. Keine Ahnung, wo die Nähe ist. Ja, er killt sich auch selber. Oh, ist das dumm, ey. Ist das dumm. Komm. Den Bill kriegst du nicht. Such irgendwo die Hedge. Er steht da einfach rum. Der bewegt sich nicht. Der steht da einfach rum. Das ist doch nicht in sein Ernst. Das ist ja schlimmer wie Schimmeln in Warzone. Das kannst du doch nicht machen, Mann. Ey, ohne Mist. Kommst du wenigstens was Gutes aus der Kiste? Medipack. Ja, wenigstens was. Ja, zeigt er. Joch, an. Ah, keine Chance. Keine Chance gegen so ein Assi-Gameplay. Ja, jetzt hat er es auch gesehen. Jetzt killt er sich. Oh, oh. Liebe Leute, Michael setzt sich in Bewegung. Eine äußerst seltene Gangart, die er da an den Tag legt. Wer weiß, vielleicht knickt er mit dem Fuß um. So, jetzt such die Hedge. Such die Hedge. Ich hab zwar keinen Plan, wo die spawnen kann, aber such die Hedge. Wie gesagt, ich kenne die Map auch nicht so gut. Hat man vielleicht gesehen. Irgend so einen dummen Hund, ey. Ich hab keine Hedge. Ich hab immer noch keine Hedge. Da hinten war. Such die Hedge, Mensch. Du hast eh nichts mehr zu verlieren. Dein einziger Ausweg ist die Hedge. Beweg dich doch. Hallo. Ist sie paralysiert? Hat sie Angst? Hat sie Angst vor einem campenden Michael? Weiß es nicht. Ah, jetzt auf einmal. Ah, der ist bestimmt im Haus drin. Ah, hat sie gefunden. Blöd. Hat sie sie gesehen? Hallo? Ah. Bleibt er da jetzt auch stehen? Nein. Er bleibt da auch stehen, oder? Hä?
Nein, er ist weggegangen. Hey. Äußerst seltenes Verhaltensmuster von dem guten Kerl. Ja, da hinten ist er. Was versuchst du denn da jetzt? Bleib da einfach stehen, ne? Und dann spielt der Lowell. Halt euch hier gleich kaputt. Das ist nicht in sein Ernst. Der spielt so eine eisige Spielweise, dann spielt er auch noch Lowell. Alter. Junge, geh dich vergraben. Mit der Spielweise. Mit dem Perk. Alter, nee, ohne Mist. Wie kannst du denn da Spaß am Spiel haben? Na gut, liebe Leute. Das war eine weitere Runde Dead by Daylight. Ein bisschen salty. Aber er hatte Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss und auf Wiedersehen.